Mein heutiger Gast ist schon als Kind auf der Bühne und vor der Kamera gestanden. Sie kennen ihn aus vielen Fernsehsendungen, vom Krimi bis zum Komödienstadl. Und ich glaube, er ist, ja, er ist der schwärzeste Bayer, den ich kenne. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Simon Pierce! Extra für mich ein Polizeilogo, das ist natürlich nett. Man weiß ja echt gerade im Moment nicht so, ob aus unserem Freistaat nicht langsam ein Polizeistaat wird, oder? Ich habe durch meine Mama, muss man dazu sagen, so eine gewisse Skepsis gegenüber der Staatsgewalt mit der Muttermilch mitbekommen. Sie kennen meine Mama wahrscheinlich, Christiane Blumhoff, bayerische Volksschauspielerin, blond, blauäugig, im Besitz mehrerer Dirndl, eigentlich wie aus dem Trophäenschrank von Seehofers Heimatministerium entrissen. Aber halt nur oberflächlich, weil privat ist meine Mama eher so ein volksschauspielender Hippie, Öko, Revoluzer, Feministen, Wolperdinger. Ja, sie ist eine Radikale, muss man schon sagen. Christiane Bader-Blumhoff haben wir sie früher auch genannt. Aber wirklich, die hat's nicht so mit der Obrigkeit. Kleines Beispiel. Wir wollten mal in Urlaub fliegen. Meine Geschwister, meine Mama und ich. Ja, meine Geschwister und ich sind also durch diesen Sicherheitscheck durchgegangen und haben auf die Mama gewartet. Wir dachten halt, die raucht mal wieder noch eine. Plötzlich hören wir es aber hinten von der Sicherheitsschleuse schreien. Scheiß Polizeistaat! Man wird hier von vornherein kriminalisiert. Und der arme Mitarbeiter an der Sicherheitsschleuse war echt höflich und zuvorkommend. Der hat doch gemeint, bitte entschuldigen Sie, gnädige Frau, ich habe doch lediglich darum gebeten, dass Sie Ihren Schal abnehmen. Was sagt die Mama? Ja, den kann ich aber nicht abnehmen, weil da habe ich eine Bombe drunter. Das ist halt leider die Art von Humor, die am Flughafen tendenziell nicht so gut ankommt. Wir sind dann nicht nach Bali geflogen, sondern haben halt eine Radeltour um den Chiemsee gemacht. Und zu dieser Einstellung wurde ich von meiner Mama erzogen. Ja, immer ein bisschen dagegen. Und das dann noch mit der Hautfarbe meines Vaters. Das ist eine Scheißkombination. Wirklich, weil man wird oft in Bayern kontrolliert, wenn man so ausschaut wie ich. Also für die Leute, die Angst vor dem Polizeiaufgabengesetz haben, ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, wie es sich anfühlt, wenn man so auf einen losen Verdacht hin gleich mal als Gefährder eingestuft wird. Das ist jetzt kein Rumgeheule, aber es ist wirklich so. Wenn ich 3 Minuten am Hauptbahnhof stehe und nur mal überlege, ob ich mir jetzt eine Leberkassemmel oder eine Brezen kaufe, dann bin ich schon verdächtig. Dann kommt die Polizei direkt an. Ja, dann stehen sie auf einmal hinter mir. So, hello, you, Passport? Sag ich, meinen Sie mich? Ah, spreche Deutsch. Du, Ausweis? Sag ich, darf ich fragen, warum oder ob ich was falsch gemacht habe? Na, na, das ist nur Stichprobe. Wie sagt man immer? Rasterfahndung. Also, was haben wir für Drogen dabei? Sag ich immer, ist die Frage nicht erstmal, ob ich Drogen dabei habe? Jetzt stellen Sie eine nicht so an, gell? Haben Sie in Ihrer Tasche da irgendwelche Gegenstände drin? Sag ich, selbstverständlich habe ich da Gegenstände drin, sonst hätte ich ja keine Tasche dabei. Sie meinen wahrscheinlich, ob ich illegale Gegenstände drin habe. Nicht frech werden, gell? Was sind in Ihrer Meinung nach illegale Gegenstände? Sag ich, da hat doch meine Meinung nichts verloren. Das ist doch ganz klar vom Gesetzgeber definiert. Freund Dall, Vorsicht mit der großen Klappe, gell? Du bewegst dich frei auf ganz dünnem Eis. Und dann kam meine Mutter endgültig in mir durch. Der Polizist war deutlich dicker als ich. Also habe ich geantwortet, ja gut, ich meine, wenn das Eis dünn ist, dann bin ich ja für ihn in Sicherheit. So, jetzt reicht's, Scherzkeks, gell? Hose runter, dann schauen wir eben genau nach. Ja, dann schauen Sie genau nach. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt nicht viele entwürdigendere Momente, als mit nackten Beinen in der Öffentlichkeit zu stehen und hinter sich das Geräusch zu hören, wie PVC-AIDS-Handschuhe über Polizistenunterarme gerollt werden. Da bekommt der Begriff Stichprobe eine ganz andere Bedeutung. Ja. Und ich bin ja mittlerweile wirklich kooperativer mit der Polizei. Ich meine, die machen ja auch nur ihren Job. Wenn ich jetzt einen Polizisten in Bayern auf mich zukommen sehe, dann hole ich immer schon mal meinen Personalausweis raus. Mach die Hose auf. Keine Angst in der ersten Reihe, ich deute das nur an. Ja. Lass die Hosen runter und sag, so Herr Wachtmeister, ich wäre dann schon mal so weit. Ja. Man muss ja nicht alles machen wie die Mama. Aber mal ganz kurz Spaß beiseite. Es ist wirklich so, man wird oft kontrolliert. Und es heißt ja immer so schön, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwas zu verbergen. Ich zum Beispiel meine nackten Beine am Münchner Hauptbahnhof. Dankeschön, sehr, sehr gut.